Seit 18 Jahren wird in Graz ein internationales Torballturnier für sehbehinderte und blinde Sportlerinnen und Sportler veranstaltet. Mit 24 Teams aus 6 Nationen waren heuer mehr Mannschaften dabei als je zuvor. Und die heimischen Teams haben sich in dieser dynamischen Mannschaftssportart gut geschlagen. Die Spieler beim Torball müssen sich alles ertasten, von der Größe der Tore über die Fläche am Boden bis zum Ball. Und damit die Voraussetzungen für alle, auch jene mit Sehrest, gleich sind, tragen alle eine blickdichte Brille, sehen also gar nichts und müssen sich in diesem Spiel, das auch recht rasant sein kann, auf Tastsinn und Gehör verlassen. Gespielt wird auf einem 16x7 Meter großen Feld, wobei das Tor über die ganze Breite verläuft und 1,30 Meter hoch ist. Ziel für die Angreifer ist der Torerfolg. Die Abwehr dessen für die verteidigende Mannschaft. Und obwohl Torball keine paralympische Disziplin ist, erfreut sich das Spiel hier noch großer Beliebtheit. Weil das eben ein Spiel ist und da kriegt man jüngere Spieler eher dazu, als wenn man gleich anfängt, zum Beispiel mit der Leichtathletik oder im Skilanglauf. Ich bin über einen anderen Sport da dazugekommen und die Jungen kennen sich halt eher untereinander und deswegen habe ich jetzt ein paar andere auch noch sozusagen mitgebracht. Der Unterschied zum paralympischen Goalball ist, dass der Ball beim Torball viel leichter ist, dafür aber unter drei in etwa 40 cm Höhe gespannten Leinen in der Mitte des Feldes durchgespielt werden muss. Kleine Glöckchen machen jede Berührung sofort hörbar und diese führt zu einem Strafstoß für den Gegner, wobei die Chance auf ein Tor größer ist, weil ein Verteidiger vom Feld muss. Bei jedem dritten Strafstoß, die Regeln sind für Damen und Herren gleich, darf nur eine Spielerin verteidigen. Aber auch bei 3 gegen 3 ist hohe Konzentration notwendig. Das Schwierigste ist dabei, dass man sich sofort wieder orientieren muss und hören muss, wann drüben der Ball abgeschossen wird. Man muss sich ja genau konzentrieren, wie das alles abgeht. Und da muss ich sagen, da ist schon dann die Erfahrung schon sehr wichtig. Bei der Abwehr gilt es, mit den Körpern die ganze Breitseite abzudecken. Allerdings darf man sich erst nach dem Abspielen hinlegen. Beim Angriff darf innerhalb von 8 Sekunden der Ball weitergegeben werden oder der Spieler selbst kann möglichst geräuschlos die Seite wechseln, um den Gegner zu täuschen. Es gibt 2 Schwachpunkte in jeder Abwehr. Das ist die Longline-Seite und die Nahtstelle, das heißt zwischen 2 Spielern. Zum erfolgreichen Spiel muss man Abwehr- und Angriffsvarianten beherrschen. Graz 2 gelingt es sehr gut und das Team belegt unter den 15 Herrenteams als beste österreichische Mannschaft Rang 4. Im Finale stehen sich München und Zürich gegenüber, die Deutschen allerdings mit einem sehenden Spieler, der zwar eine blickdichte Brille trägt, aber Vorteile in seinem Wurfstil hat. Die Mannschaft aus Zürich ist sowohl defensiv als auch offensiv stark und gewinnt schließlich das internationale Grazer Torballturnier bei den Herren. Bei den Damen besiegt Magdeburg im Finale VSC Wien. Nach einem tollen Turniertag, der gezeigt hat, dass behinderte Sportler zu ganz außergewöhnlichen Leistungen fähig sind, die zu oft nur zu geringen Respekt finden.